Hallo zusammen. Da mir mehr oder weniger nicht geglaubt wird oder mir fast unterstellt wird, dass ich lügen würde, hier ein kleines Beispiel. Ich habe im Moment Arc jetzt auf Deutsch stehen, wie man hier sehen kann, also ganz normal auf Deutsch. Ich steige jetzt auf den Agi. Ich werde meinen eigenen Dino aufheben können, aber keinen wilden Dino. Das war der Eig, weil da auch ein paar da rumlaufen haben. Da ist einer. Ich kann ihn nicht greifen. Und nein, ich habe nicht vorbeigegriffen. Man kann ihn einfach nicht greifen in der deutschen Version. So, da sind wir wieder. Keine 5 Minuten später. PC ist neu gestartet. Alles ist jetzt auf Englisch. Also mein ganzes Betriebssystem ist auf Englisch. Logischerweise ist dadurch jetzt mein Spiel auch auf Englisch, weil eben auch der Game Pass auf Englisch ist. Ich steige jetzt wieder auf mein Agi. Eigenes Tier greifen, überhaupt kein Problem. Und jetzt, weil wir auf Englisch unterwegs sind, kann ich plötzlich auch den wilden Dino greifen. So viel zum Thema, ich würde lügen oder man kann mit dem Agi keine Tiere aufheben oder was auch immer. Die Steam-Version kann durchaus etwas anders sein als die Game Pass-Version. Da gab es erst vor kurzem eine größere Diskussion wegen Palworld, weil da auch teilweise verschiedene Versionen unterwegs sind. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob es bei Steam funktioniert oder nicht. Kann ich, wie gesagt, nicht beurteilen. Habe ich nicht. Ich kann es nur sagen von Game Pass aus. Game Pass ist man auf Deutsch am Arsch.